Letzte Vorbereitungen bei Dennis Rohnert. Der Koblenzer ist amtierender deutscher Meister im Cruisergewicht, der jüngste deutsche Titelträger aller Zeiten. Und er boxt für das Koblenzer FLP-Team. Für die ging er beim Profikampfabend in der Stadthalle Ransbach-Baumbach als Hauptkämpfer in den Ring. Vor ihm aber standen 5 weitere Kämpfe auf dem Programm, unter anderem der von Vito Vendetta. Der Frankfurter ist Rapper und Profiboxer, läuft zu seiner eigenen Musik ein und bringt so seine Leidenschaften unter einen Hut. Ich verbinde halt Hip-Hop oder Rap-Musik mit Sport. Also das heißt, ich kann es auch damit verbinden. Weißt? Ich muss nicht cool sein und kiffen und krassen zu machen, sondern ich kann auch Sport machen und trotzdem cool sein, weißt? Also mit Musik. Sein Gegner in Ransbach-Baumbach hieß Suleiman Dag. Der Kampf über 4 Runden angesetzt, im Super-Weltergewicht, war nach 2 Minuten und 44 Sekunden in Runde 3 entschieden. Vendetta hatte den Fight dominiert. Und als Dag nur schwer wieder auf die Beine kam, flog aus dessen Ecke das Handtuch in den Ring. Technischer Knockout-Sieg für den Rapper. Ich habe jetzt nichts vom Gegner erwartet oder sonst was, sondern einfach mich auf das konzentriert, was ich kann und versucht, das umzusetzen. Das war meine Erwartung. Rapper und Profiboxer von Vito Vendetta wird man noch hören, musikalisch und auch sportlich. Im nächsten Kampf freuten sich die leider viel zu wenigen Zuschauer in Ransbach-Baumbach auf einen, der schon mit Valujev und Dimitrenko im Ring gestanden hatte. Andreas Sidon ist noch immer amtierender deutscher Meister im Schwergewicht, mit heute 48 Jahren. Ein Mann mit einer außergewöhnlichen Lebensgeschichte. Ich erschrecke mich selber vom Alter. Ich meine, ich habe jetzt, jeder weiß, dass ich seit fast 5 Jahren Klage mit dem Verband habe. Ja. Das ist ja sehr demotivierend und es ist umso schwerer, sich in Form zu halten. Ja. Sidon war Weltmeister im Kickboxen, bevor er sich für das reine Boxen entschied. Der Tod seiner Eltern mit 10 Jahren, der Tod der Lebenspartnerin bei einem Autounfall vor 8 Jahren. Der vierfache Vater musste schon sein ganzes Leben lang kämpfen und tut dies auch heute noch im Ring. Längst nicht mehr mit der Leichtigkeit von früher, dennoch dominierte er den Kampf gegen Frank Bochert. Auch hier flog in Runde 3 das Handtuch, eine richtige Entscheidung. Die wichtigste jedoch, die, wie es mit seinem deutschen Meistertitel und mit seiner Karriere weitergeht, ist noch lange nicht gefallen. Sidon wird weiter kämpfen. Auf dem Niveau, was heute war, werde ich mich bestimmt noch bis 50 Jahre schaffen. Das haben wir ja gesehen, also ich war schon überlegen und das schaffe ich. Und auf dem deutschen Niveau, da gibt's noch, bin deutscher Meister und da gibt es noch keinen, der mich da schlägt. Und wenn mich einer schlägt, höre ich auch auf. Dann habe ich keinen Titel mehr und höre ich auch auf. Interviewpartner und der Bodyguard der Boxer ist Ralf Seger. Der Freefight-Weltmeister erzählte in Ransbach-Baumbach unter anderem über seine Ausflüge in das TV-Geschäft. Seger ist längst Serienheld, bringt Kids wieder auf die richtige Spur oder lässt es bei Alarm für Cobra 11 krachen. Und er sorgt dafür, dass Boxer wie der Schwergewichtler Alexander Karl sicher in den Ring kommen. Hier aber sind die Jungs dann auf sich alleine gestellt. Karl boxte gegen Jonathan Pasi vom Energy Gym aus Euskirchen. Und er tat sich lange schwer, weil er zu wenig investierte. Als der 34-Jährige dann aber seinen Rhythmus gefunden hatte, war der Kampf vorzeitig in der 4. Runde beendet. Der einzige richtige Knockout an diesem Abend, auch das spricht für die Qualität der Kämpfe, die zumeist ausgeglichen waren. Bei der Urteilsverkündung konnte Pasi schon widerstehen. Die Zuschauer in der Stadthalle Ransbach-Baumbach erlebten danach das Profidebüt von Cem Kurnacan gegen Hamza Muselmani. Ein Kampf über 4 Runden im Mittelgewicht. Muselmani eigentlich leicht favorisiert und so verhielt er sich auch im Ring, ließ immer wieder mal provozierend die Deckung herunterhängen und wurde für seinen Hochmut bestraft. Technisch noch nicht immer sauber, aber mit viel Herz und Willen wurde Kurnacan immer stärker. Und durfte am Ende, nicht einmal überraschend für die Zuschauer, über seinen ersten Profisieg jubeln. Cem Kurnacan aus Koblenz, den sollte man im Blick behalten. Diese jungen Damen haben dagegen schon längst einen im Blick, Dennis Rohnert. Der Hauptkampf des Abends stand an, Rohnert im Cruisergewicht über 6 Runden gegen Remo Arms, ebenfalls vom Gym aus Euskirchen. Und schon in der ersten Runde roch es nach einem schnellen K.O., hart getroffen ging Arms in die Seile. Nachdem einige eigentlich geplante Gegner aus Russland für den Abend kurzfristig abgesagt hatten, waren die Boxer aus Euskirchen eingesprungen. Dass die jedoch alle in Shape sind und selbst in der Vorbereitung auf wichtige Kämpfe stecken, zeigte sich an diesem Abend. Und das musste auch Rohnert lernen, denn so einfach wie nach Runde 1 erwartet, lief es dann doch nicht. Remo Arms steckte eine Menge Fäuste ein, teilte zudem ab der 3. Runde auch selbst fleißig aus. Der Hauptkampf des Abends avancierte so zu dem, was man von ihm erwarten durfte, er war der sportliche Höhepunkt. An einem Abend, an dem sich keiner der Gegner für die Börse in den Ringstaub warf.
Die sind ja alle im Training für große Kämpfe. Die sollen jetzt alle im Dezember große Kämpfe machen. Und da sind die alle im Training gewesen. Ich wusste, dass die alle im Training waren. Ich wusste auch, dass es harte Kämpfe werden. Und meine Jungs mussten sich heute alle strecken. Das war also nichts Leichtes, was sie gekriegt haben. Mhm. Dennis, sein Gegner, hat so viel weggesteckt. Also war ein paar Mal am Wackeln gewesen. Aber er hat es einfach nicht geschafft, ihn zu finishen. Und das spricht für seine Klasse. Ronat feierte den 10. Sieg im 10. Kampf und hat eine Einladung von Wladimir Klitschko zum Sparring im Briefkasten. Der Koblenzer geht seinen Weg, auch wenn der Boxabend in Ransbach-Baumbach anstrengender war als erwartet.